Nintendo-Freunde und ein spezielles Hallo an alle Pokémon-Fans und herzlich willkommen hier aus dem wunderschönen Moviepark in Bottrop, denn hier findet er statt. Der große Auftakt der Pokémon Day Tour 2012, die übrigens noch quer durch Deutschland ziehen wird. Und hier werden Pokémon-Fan-Herzen zum Schmelzen gebracht mit Geschenken und Überraschungen. Es ist ein großes Fest. Wir sind dabei und stürzen uns jetzt rein. 3, 2, 1 und los geht's! Wiedersehen macht Freude, auch in diesem Jahr, wie im letzten Jahr hier Oliver und Pete und ein neues Gesicht. Du bist die? Trixie. Und sie steht hier auch ganz großartig auf der Bühne. Ihr kennt euch ja aus. Ihr seid die Pros, was die Pokémon Day Tour angeht. Was gibt's denn hier? Ja, also es gibt auf jeden Fall jede Menge Temperatur haben wir mit dabei im Gepäck. Ich glaube, heute haben wir sogar für alle Pokémon-Fans 34 Grad. Leider konnten wir nicht morgen den Tag machen, dann wären es 36 oder 38 geworden. Deswegen leider nur 34 Grad. Dann haben wir eine ganz neue Erlebnisreise für unsere Pokémon-Fans. Also es gibt ganz, ganz viel Neues zu entdecken, weil wir haben ja diesmal wieder die Schwarz- und Weiß-Edition, aber den zweiten Teil davon. Das heißt, unsere Region, in der wir uns befinden, die Einar-Region, erweitert sich. Es gibt viele neue Städte zu erkunden. Unsere alten Freunde Sharon und Belle haben ganz, ganz neue Berufe und es gibt neue Pokémon und einfach neue Abenteuer. Und das probieren wir heute hier unseren Fans ein bisschen näher zu bringen. Und natürlich die neuen Editionen hier das erste Mal Europa-exklusiv bei uns zum Testen. Hast du schon gespielt? Ich habe es heute leider noch nicht geschafft, weil wir direkt anfangen mussten, hier natürlich für die Fans da zu sein. Aber in einer kurzen Pause, die wir wahrscheinlich vermutlich heute nicht mehr haben werden, werde ich dann versuchen, auch mal eine Runde zu zocken. Aber ich freue mich schon drauf. Was ist dein Highlight heute? Mein Highlight persönlich ist es, mit Olli und Trixie hier auf der Bühne zu stehen und alle Fans wieder zu sehen. Aber natürlich Kostümwettbewerb. Und mit dem jungen, süßen, lieben Geschöpf hinter mir hat es auch was auf sich hier, denn... Denn es steht auf der Bühne. Deswegen auf sich. Nein, man kann es sich schnappen heute. Und zwar Level 100 bei unserer Download-Station mit zwei Attacken, die ich nicht weiß, aber ich sage einfach zwei. Deswegen Kugelblitz und Voltackle. Das lohnt sich doch. So, dann würde ich sagen, ihr schwitzt hier mal weiter und ich schnapp mir Pikachu Level 100. An diesem ganz besonderen Tag gibt es natürlich auch ganz besondere Geschenke und zwar Pikachu auf Level 100 und das ist nicht genug, nein, mit Kugelblitz und Volt-Tackle, den kann man sich hier schnappen und da lasse ich mich natürlich nicht lange lumpen und schnapp mal gleich zu. Möchtest du das Geschenk empfangen? Ja, natürlich. Ja, ja. Drahtlos empfangen? Ja. Ich bin ein bisschen aufgeregt, das muss ich schon sagen. Es sucht. Oh. Jetzt geht's gleich los. Die Farben verändern sich und Pikachu auf Level 100 und ich hab ihn. Nach wie vor ein süßer Fratz. Ein süßer Fratz. Ihr wisst ja, wie es ist. Wenn man dann erstmal sein Lieblingshandheld in der Hand hat, dann möchte man natürlich auch zocken. Und wie gut, dass man das hier machen kann. Denn exklusiv, nur hier, kann man jetzt schon Pokémon Weiße Edition 2 und Pokémon Schwarze Edition 2 zocken. Und das mache ich natürlich jetzt. Und hast du denn schon gewonnen? Oft. Hast du einen Geheimtrick? Ja, eigentlich sammle ich die Pokémon immer ein. Wirst du dich denn für die weiße oder die schwarze Edition 2 entscheiden? Das weiß ich noch nicht. Also die Pokémon sehen beide ziemlich gut aus, die legendären. Und von daher muss ich erst noch mal... Bis zum 12. Oktober hast du ja noch Zeit. Mal los. Alte Bekannte trifft man auch hier wieder, neben mir Zoroark. Und wir haben uns ja schon im letzten Jahr kennengelernt. So, und du lüftest heute das Geheimnis, welcher hübsche Kopf sich unter diesem Kostüm verbirgt. Das kann ich gerne machen. Oh, das finde ich gut. Ja. Wer hätte das gedacht? Ja,
Wie heißt du denn? Ich heiße Franziska. Franziska, es sind jetzt 34 Grad und du bist in diesem wunderschönen Kostüm. Ja. Ist schon ein bisschen heißer. Es ist warm, aber so heiß ist es gar nicht. Das ist Erik. Darf ich vorstellen? Ich glaube, Erik ist gerade der glücklichste Junge hier im Moviepark, denn er hat gerade ein Nintendo 3DS XL gewonnen. Wie geht's dir, Erik? Gut. Du hast das Quiz gewonnen, ne? Ja. War schwer? Nein. Hast du ein Geheimnis, wie du es geschafft hast? Nein. Es war ja Glück, ne? Dein Los wurde gezogen. Ja. Hast du Daumen gedrückt? Ja. Wie denn genau? Beide? Ja. Die Fußzehen auch? Nein. Nein, okay, das mache ich immer und ich verliere immer. Das ist schon mal sehr gut. Was machst du denn jetzt mit dem tollen Gerät? Spiel damit. Also, dann wünsche ich dir noch einen ganz, ganz schönen Tag. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Willst du noch irgendwen grüßen, Erik? Nein. Okay, sehr gut. Ein schöner Tag geht vorbei. Das war's vom großen Auftakt der Pokémon Day Tour 2012 hier vom Moviepark in Bottrop. Und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, auch mal bei der Pokémon Day Tour dabei zu sein, das könnt ihr gerne machen. Von Hamburg bis München ist einiges dabei. Wo und wann genau? Das könnt ihr auf nintendo.de im Eventbereich nachlesen. 10 Städte sind im Angebot. Und bis zum nächsten Special sag ich fröhliches Weiterzocken. Auf Wiedersehen.